In Grimmers Muldentalhalle ging es am vergangenen Mittwoch sportlich richtig zur Sache. Unter dem Motto Jugend trainiert vor Olympia trafen sich die besten 4 Mädchen- und Jungenmannschaften im Volleyball aus der Region Leipzig. Begrüßt wurden die Sportlerinnen und Sportler im Alter von 12 bis 16 Jahren von Jens Rosberg, Sportkoordinator des Landesamtes für Schule und Bildung. Und wie wichtig und wertvoll das Landesamt für Schule und Bildung den sportlichen Ausgleich nimmt, kann man daran ersehen, dass der Präsident des Landesamtes sich die Zeit genommen hat, um zu Beginn der Wettkämpfe in Grimma dabei zu sein. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch in euren Regionen qualifiziert fürs Regionalfinale. Dann geht es ja weiter, die besten Mannschaften vertreten dann die Region Leipzig im Landesfinale. Volleyball ist eine, finde ich persönlich, die fairste Sportart, Mannschaftssportart, die es gibt. Und egal in welcher Halle man in Deutschland ist, ich bin ab und an zum Frauenvolleyball, erste Bundesliga in Stuttgart, in Dresden, Volleyballer sind, erkennt man immer sofort. Und am Strand auch. Man spielt einfach mit, es fährt zueinander. Nach den offiziellen Vorreden begann der Spielbetrieb. Gespielt wurde in der Muldentalhalle auf 4 Feldern, von denen 2 Felder für die weibliche und 2 Felder für die männliche Jugend reserviert waren. Auf Feld 4 begegneten sich die Mannschaften aus Delitzsch und Oschatz. Dabei gingen die Delitzscher als Verlierer vom Feld. Hier entwickelte sich ein Kampf. Es war sehenswert, wie die Mannschaften um jeden Punkt kämpften. Auf den Kästen am Netz, sozusagen auf erhöhter Position, standen die Schiedsrichter. Was angenehm auffiel, war die Tatsache, dass die Entscheidungen der Unparteiischen ohne jede Diskussion von Spielern oder Betreuern akzeptiert wurden. Fairplay war von Anfang an ein wichtiger Mitspieler, der bis zum Ende der Veranstaltung auf den Feldern war. Bei der weiblichen Jugend ging es etwas verbissener zu. Die Schülerinnen des St. Augustin-Gymnasiums aus Grimma kämpften gegen die Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg. Auf Feld 1 waren die beiden anderen Mannschaften im Spiel vertieft. Auf allen Feldern wurden die Spiele mit guter Laune und der bereits erwähnten Fairness ausgetragen. Sei noch vermerkt, dass in der weiblichen Jugend das St. Augustin aus Grimma den ersten Platz belegte, gefolgt vom Rudolf-Hildebrand-Gymnasium aus Markkleeberg und dem Ehrenberg-Gymnasium aus Delitzsch. Die Oberschule Mölkau belegte den 4. Platz. Bei den Jungs belegte die Mannschaft des Ehrenberg-Gymnasiums Delitzsch den 1. Platz, Platz 2 ging an die Sportler des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz, den 3. errangen die Schüler der Humboldt-Schule Leipzig und Platz 4 ging nach Kreutzsch.